Okay, ich würde sagen, wir machen mal eine Runde Koop, damit euer Koop-Durst gestillt ist. Kann man eigentlich schon Platz von einem Nahverbiegen schaffen? Nö, eigentlich nicht. Hi, Salkin. Ein Spiel, das jemand aus deiner Community macht. Meinst du BTD, also sowas hier im Herausforderungseditor, Almdudler, oder meinst du ein richtiges anderes Spiel? So, ne? Drücken wir auf meinen Koop-Button. Es gibt einen amerikanischen YouTuber, der heißt ISAP, der macht Chimps mit einem Turm und so. Ja, soll er machen. Er investiert aber wahrscheinlich auch Stunden oder hat mindestens tagelang darin investiert, um die ganzen Taktiken rauszufinden. Und dafür habe ich einfach keine Zeit, weißt du? Oh, Ausrufezeichen Koop. Habe ich schon reingeschrieben. Dein Leib war das irgendwie nicht mehr da, oder? Und da wurde keiner getimeoutet. auf dem Discord-Server. Da ist er. Auf meinem Discord-Server joinen. Und da steht eigentlich alles drin. So, machen wir mal Koop. Machen wir Ende der Straße. Das klingt interessant. Da ist schon einer gejoint. Ich drücke jetzt auf meinen Giveaway-Button. Ja. Und er stellt das Giveaway. Da habt ihr 45 Sekunden Zeit. Sehr nice. Ach, ist das cool. Okay, und da müsst ihr einfach im Giveaway-Channel auf die Partytüte unter dem Post vom Giveaway-Bot klicken. Ist die Tüte blau, nehmt ihr teil. Ist sie grau, nehmt ihr noch nicht teil. Wir werden Ende der Straße Mittel... Ich hab Bock auf Quincy. Mittel spielen. Standardmäßig. Na, hab's gerade erklärt. Und das Giveaway ist vorbei. Hero Man Prop und Jenny haben gewonnen. Ja. Die drei bekommen von mir eine private Nachricht. Mit dem Code zum Joinen bitte. Und dann geht's los. Ja, Leute, ja? Wieder nicht gewonnen. Toxic, was verstehst du denn daran nicht? Das Giveaway an sich ist eigentlich ziemlich simpel veranstaltet, oder? Ziemlich simpel zum Joinen. So. Na, wenn ihr auf dem Discord-Server seid, gibt es halt links den Giveaway-Channel. Eigentlich steht in der im Startpost vom Giveaway-Channel alles drin. Oh, nice. Das ist natürlich sehr geil. Ne, der Giveaway-Bot postet halt eine Nachricht. Und da müsst ihr einfach nur draufklicken. Auf die Tüte, ne, reagieren quasi. Und dann nehmt ihr daran teil. Und dann werden halt drei Leute ausgewählt. Hi, MLJ. Duell, ich werde jetzt kein Angry Birds spielen. Das zum Thema flüssig. Ja, das ist wirklich. Also, ich hasse Koop halt, ne. Guckt euch an, wie langsam das geht. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Runde, die ich wieder alleine spiele. Aber das Streamdeck, muss ich sagen, ist schon ziemlich nice. Ich habe hier derzeit nur 2, 4, 6, 8, 9 Buttons belegt. Einmal habe ich halt mein schwarzes Bild, ne, das hier, das ihr seht. Einmal meine Koop-Nachricht im Chat. Das heißt, wenn ich da drauf lege, wurde automatisch Ausrufezeichen Koop gepostet. Dann das Giveaway. Mein Mute-Button, wenn ich da drauf drücke, dann hört ihr nichts mehr. Na, so wie ich gerade abgehackt war, habe ich drauf gedrückt. Dann habe ich einmal einen Button, der mir die Zuschauerzahl anzeigt. Das ist auch mega cool, oder? Also steht 45 Grad drauf. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Ich gucke auf die Zuschauerzahl in der Regel echt selten. Einmal ein Link zu meiner Angespielt-Liste, die ich einfach nur aufrufen würde halt. Also der ruft das halt im Browser auf. Dann einmal die Tasten heller und dunkler zu machen.
zum Beispiel, falls ich den Computer ausmache oder halt weggehe, dass ich die Tasten mal auf komplett dunkel stelle, damit dann nicht so viel Strom verbraucht wird. Wird zwar sicherlich super wenig ausmachen, aber es macht nichts. Oder stört mich dann halt auch nicht, ne? Und dann halt noch einen Button, um OBS zu öffnen. Sonst sind mir noch keine Ideen gekommen. Deswegen meine Frage an euch, Leute. Habt ihr noch Ideen, was ich quasi auf mein Stream Deck legen könnte als kleines Makro? Ja. Soll ich vielleicht da drauf drücke, dann passiert halt was. Habt ihr ein paar Ideen? Was könnte man machen? Man muss man im Discord die Partytüte drücken. Im Giveaway-Channel. Liest ihr bitte mal die oberste Nachricht im Giveaway-Channel bitte durch. Ja, jeder, der es nicht verstanden hat, im Giveaway-Channel die Nachricht durchlesen, die ganz oben ist halt von mir. Vielen Dank, halbe Welt, übrigens, dass du den Giveaway-Channel immer so sauber hältst. Vielen Dank. Ja, ne? Ja. Warum zockst du kein Clash of Clans mehr? Weil ich da keine Lust mehr drauf habe. Weil ich einfach gar keine Zeit mehr dafür habe. Mein Laptop hatte keinen Bock auf eine Benachrichtigung und ich habe nicht auf Discord geschaut. Das ist ja doof. Hi Zero Gaming. Wie vierte Runde ist die zweite? Die erste habe ich alleine gespielt. Das ist jetzt eine Koop-Runde. Danach werde ich wahrscheinlich erstmal wieder alleine spielen. Einfach weil es schön flüssig ist, alleine zu spielen. Hallöchen MF, bist jetzt auch da. Schön, willkommen. Musik an, aus. Achso, Partymusik. Okay. Nee, Musik also, ja, sowieso nicht, ne? Wegen Copyright. Konfetti, Musik an, aus. Da habe ich ja bei meinem Mikro, ne? Das reicht mir zumindest. Wie lange streamst du, weiß ich nicht, Luca. Mal schauen. Kannst du mir einen Tipp für BTE 6 geben? Schau dir meine Videos an, PC-Gamer, und dann lernst du eigentlich alles Weitere schon. Weil so sagen, kannst du mir Tipps geben, ist ein bisschen unpräzise. Ja. Falls du genauere Fragen hast, solltest du die präzisieren. Dann kann ich auch eine präzisere Antwort drauf geben. Aber so kann ich da leider nicht viel zu sagen. Hallöchen Yui und Hallöchen Vincent. Intro, ne, Intro habe ich noch gar nicht. Was? Ein Kumpel meinte auch zu mir, der hat halt darauf sein Intro, sein Countdown, seine Begrüßung und so weiter draufgelegt. Aber grundsätzlich bin ich ja VOD-Tuber und kein Streamer. Kannst ja auf Knopf machen, dass er reinschreibt für das FAQ oder so. Ja, auch das mit dem Koop habe ich überlegt, das überhaupt nicht zu machen, weil einfach kann ich ja sagen, Ausrufezeichen Koop müsst ihr eintippen, weil das ist ja einfach ein Koop vom Nightbot, den ihr auch selber eintippen könnt. Ja, bin ich überlegen. Also ich habe es erstmal nur spaßhalber drauf gemacht, einfach um zu gucken, ob es funktioniert. Warum macht das so Bock, dir zuzugucken? Weil ich einfach ein geiler Dude bin. Ja. So. Der läuft einfach mal durch. Weiß nicht, vielleicht höre ich mich einfach schön an. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Kannst du mal die neue Map im BTD 5 spielen? BTD 5 sowieso nicht, Luca. Das habe ich schon lange aufgehört mit. BTD 6 ist jetzt das aktuellste. Halbe Welt fragt die Leute sowas nicht, ne? Die machen, was sie wollen. Das ist doch völlig Schnuppe. Er kann noch joinen und leben, wie er Bock hat. Ich finde es cool, wie weit man im Spiel kommt, ohne High-Level zu sein. Das Level hat ja auch eigentlich nicht so viel, nur viel, so viel Aussagekraft, ne? Das ist halt... Oh, ich habe übrigens noch Shop Heroes nebenbei offen, merke ich gerade. Hehe. Wollte ich eigentlich zumachen. Aber, pff, kann ich auch offen lassen. Why not? Ihr hört es ja nicht, ne? Ihr hört ja kein Shop Heroes. Einfach ein bisschen nebenbei zocken. So, was habe ich denn gerade offen gehabt? Hier, Live-Chat da. Und OBS auch noch mit. Das habe ich auch noch offen. Achso, das funktioniert nicht, weil ich gerade was anderes Steam-mäßiges mache. Da ist OBS. Hab's gefunden. Zum Leveln. Zum Leveln gibt es keinen Tipp. Höchstens den, du musst lange Runden spielen. Das heißt, spiel am besten bis Runde 100. Also nicht freies Spiel, sondern wirklich tatsächlich unplatzbar oder halt Gyms. Und da kriegst du halt sehr viel Erfahrung, ne? Was ist ein geiler Dude? Ein Dude ist einfach ein Typ. Ich habe eine Frage zur Affenbank. Warum kommt jede Runde Steuern auf das, nicht Steuern, sondern Zinsen, ja? Auf das Geld, das in der Bank ist, aber woher kommt denn das Geld, wenn in der Bank kein Geld ist? Verstehe ich nicht.
Ist das eine Trollfrage oder ist das eine ernst gemeinte Frage? Wenn du zum Beispiel 1000 Gold in der Bank drin hast, weil du 1000 Gold angespart hast, dann du kriegst ja jede Runde Geld. Die Bananen kommen ja nicht mehr raus aus der Plantage, sondern die bleiben, das Geld bleibt halt in der Bank drin und sammelt sich an. Und wenn du 1000 Gold hast, dann kriegst du irgendwie 15, ich glaube 15% waren es gewesen. 15% sind es oder 10%? 15? Keine Ahnung. Von den 1000 kriegst du dann quasi 15%, das heißt also 150 Gold extra nach einer Runde. Bei 5000 sind es dann halt 15, das ist zu doof zum Rechnen. Ist auf jeden Fall ziemlich viel. Dann müsste ja logischerweise das Fünffache sein. 750. Kriegst du dann halt. Koop ist irgendwie langweilig. Es ist langsam. Nicht langweilig, es ist langsam. Aber als es ist tatsächlich halt so, dass du weniger aufpassen musst. Ne? Weil du einfach viermal vier Helden hast. Du hast vier Leute, die sich darum kümmern. Du hast im Optimalfall viermal Benjamin. Und kannst dadurch eigentlich nicht verlieren. Ne? Hi Florian. Gibt mittlerweile Koop, ja. Gibt es. Luki seit über einem Monat, glaube ich. Klar macht das Level was aus wegen Affenwissen, außer man spielt Chimps. Affenwissen ist aber auch gar nicht so, also klar, hier so ein bisschen Mana-Schild und die Nagelsperren und das Startgeld. Aber ansonsten, so einen extremen Vorteil bringt Affenwissen jetzt auch wieder nicht, ne? Ich meine, wenn null in der Bank ist, wo kommen denn die Zinsen hin? Du kriegst, es ist einfache Mathematik. Wie viel Gold ist 15% von 0? Ja, das kriegst du. Du kriegst 15% von 0. Wie viel ist 15% von 0? Wer hat aufgepasst in der Schule? Exakt, 0. 15% von 0 sind 0. Das heißt, du kriegst gar kein Geld. Du kriegst Zinsen immer nur von vorhandenem Geld. 15% von 0 ist 273. Yay, einer, der es richtig gemacht hat. Ach, ist das herrlich, so ein Mute-Button. Ohne Witz. Wie konnte ich bisher nur ohne Streamdeck streamen? Katastrophe. P2 braucht ein bisschen Kohle. Damit der volle Aufmarsch das Gewehr machen kann. Was? Achso. Hier, du musst volle Aufmarsch das Gewehr machen. Du Lauch, ich weiß nicht, ob du mich verarschen willst oder ob du es ernst meinst. Bei einer normalen Bananenplantage bekommst du ja in jeder Runde eine bestimmte Anzahl an Bananen. Ne, die fliegen aus der Plantage raus. Wenn du die Angst kriegst, kriegst du das Geld. Bei der Bank ist es so, die kommen nicht mehr raus, die Bananen, sondern die bleiben in der Bank drin und du kriegst das Geld automatisch. Ja, du musst nichts mehr einsammeln. Also nichts mehr, zumindest mit der Maus. Und das spart sich halt an. Also ich weiß ehrlich null, ob du mich trollst oder ob du das ernst meinst. Sorry, dass das vielleicht so ein bisschen witzig klingt, aber... Ah ja. Wie ist das möglich, Chimps mit einer Expert-Map oder einer fortgeschrittenen Map zu schaffen? Indem man richtig überlegt, ne? So eine Map zu schaffen, auf leicht, mittel, schwer, ist keine Kunst. Ja. Das ist so billig teilweise. Das ist einfach keine Kunst. Die richtige Kunst, also die richtige Strategie, kommt eigentlich dann erst, wenn du Chimps spielst, weil du keine Unterstützung hast, du hast kein Continuum, du musst wirklich exakt genau planen, was du tust, ja? Sonst bist du da ziemlich am Arsch. Ja? Deswegen, Chimps ist einfach geil. Chimps ist eigentlich das, wie BTD6 sein sollte, oder BTD grundsätzlich jede Tower Defense sein sollte. Richtig knackig schwer. Taktik ist das Wichtigste, aber ich habe nicht alle Tower maxed. Na, musst du mal machen. Ist ja wohl easy, oder? Moin, Renok. Für was ist denn der Mute-Button? Was macht denn die Mute? Nix passiert, alles okay.
Wichtigste bei dem Spiel ist ja immer noch die Strategie und Wiederholungen wieder und wieder und wieder. Ja, das ist tatsächlich, also, du kommst hier ziemlich gut mit ein, zwei Taktiken ziemlich durch. Na, es gibt halt Ninja-Affe, Ninja-Affe-Dings-Kombination. Ultra stark, Ninja-Affe-Alchemist. Damit kommst du ziemlich weit. Gegen DDT ist übrigens auch Ninja-Affe-Alchemist ganz gut, ne? Wenn der Alchemist dann hier den Säuremix hat, kann Ninja halt Tarnlied kaputt machen. Und DDTs haben echt nicht viel Leben, ne? Sie werden ziemlich schnell kaputt gemacht. So, brauchen wir ja irgendwie, braucht hier immer jemand noch ein bisschen was Geld, an Geld. Der P4 braucht schon wieder ein bisschen Kohle. Ben, hör mal auf zu spammen, sonst kriegst du einen Timeout. Ja, wenn ich das Geld in der Bank hole und nichts mehr drin ist, bekommt dann das neue Geld her, hoffentlich so verständlicher. Du kriegst jede Runde die Bananen. Immer wieder. Jede Runde. In Chimps gibt es ein Continue to be Continue. Verstehe ich nicht. Achso, meinst du bei Chimps jetzt? Ja, hast recht. Chimps ist halt wirklich probieren, probieren, probieren. Trial and Error, ne? Warum probieren und sich ausüben? Schaffe nicht mal unplatzbar, ohne Kraft oder Affenwissen. Dann ist für dich das Zeichen, du musst einfach noch ein bisschen üben. Ne? Alles eine Sache der Übung. Das kommt mit der Zeit automatisch. So, Ben, na dann, tschüss. Wir nehmen eine kleine Auszeit. Meine Taktik ist, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Die Türme greifen da auch an, ne? Also nur so, nur ein Spiel nur mit Affendörfern und mit Plantagen würdest du wahrscheinlich nicht gewinnen. Es gibt doch diesen Meme to be continuous, das meinte ich. Okay, kenne ich nicht. Dafür bin ich einfach anscheinend nicht mehr jung genug. Ich bin alt, Leute, wisst ihr doch. Ich muss mal ganz aus dem Stream da starten, Leute. Oh, ist der Stream wieder da? Stream ist wieder da, oder? Okay, war der überhaupt weg für euch? Okay. Ich hab. Das ist okay. Ich habe das falsche Profil genommen zum Stream. Und zwar hat er komplett unkomprimiert aufgenommen. Für meine Live-Let's Plays. Einfach um hohe Qualität zu gewährleisten. Das ist bei Bloons aber nicht notwendig. Weil hier ist nicht so relevant, wenn man irgendwo mal ein paar Pixel sind. Das heißt, das muss ich dann mal zusammenschnippeln. Der Affenlauf kommt mehr Expertise an, weiß ich. Deswegen habe ich auch, glaube ich, auch Planamtasche gesagt, oder? Und meine Aussage revidiert. Dann habe ich schon gedacht, warum habe ich so eine hohe CP. Habe ich hohe CP Blutlast gehabt? Na egal, irgendwo habe ich es gemerkt. Ich wollte nämlich eigentlich die letzten Tage angespielt machen, was ich mit Dextro nicht aufnehmen kann, und habe dafür halt OBS umgestellt und habe dann gemerkt, oh, das Spiel stürzt immer ab, egal was ich tue, und habe dann einfach aufgehört damit. Aber ich habe es dann nicht mehr zurückgestellt. Kann ich das? Ich gucke mal ganz im Stream Deck, ob ich auch mein Profil switchen kann. OBS aufnehmen, Stream. Stream bedeutet. Okay, das sagt mir nichts. Quelle Stream Deck. Na, das will ich auch nicht. Dann kann ich leider nicht. Schade, okay. Ja, wunderbar. Vielen Dank an Prop Hero Man und Ninja Elite fürs Mitspielen. Es gibt leckere $137. Sehr nice.
Und wir machen wieder ein bisschen Solo-Action.